Und damit herzlich willkommen hier aus dem Finalstadion bei der Europameisterschaft 2020. Hier wird England in ihr zweites Gruppenspiel gehen. Und der Gegner heißt Serbien, der Neuling bei dieser Europameisterschaft. Serbien mit einem Sieg in das Turnier gestartet und jetzt hören wir uns die Nationalhymnen an. Und vielen Dank, dass Sie bei diesem Abendspiel eingeschaltet haben. Hier sehen Sie die Aufstellung der Engländer. Die gleiche wie gegen den Vize-Weltmeister Kroatien beim 2:0-Sieg. Natürlich wieder mit Harry Kane vorne im Sturm und Marcus Rashford auf der Seite sowie Raheem Sterling von Manchester City. Hier die Aufstellung der Serben mit Mitrovic vorne im Sturm sowie Dusan Tadic, Sivkovic, Gradinovic auf den Seiten. Und im Tor ist Dimitrovic. England wird dieses Spiel eröffnen. Und damit geht man in das zweite Gruppenspiel. England und Serbien können das Achtelfinale buchen, nachdem man gegen Kroatien und Tschechien gewonnen hat. Raheem Sterling, der erste Angriff gehört England. Über Trippier. Raheem Sterling und Harry Kane, da ist die Führung für England. Nach 5 Minuten nicht einmal führt der Viertplatzierte der WM 2018 gegen Serbien. Nach der katastrophalen Euro 2016 in Frankreich zeigt England, was sie eigentlich können. Und führen hier gegen Serbien. Es war eine gute Weltmeisterschaft 2018. Dort in Russland. Als man in der Gruppe mit Belgien, Panama und Tunesien war. Das Achtelfinale gegen Kolumbien gewonnen hat. Im Viertelfinale gegen Schweden. Aber dann kam diese Niederlage gegen Kroatien im Halbfinale. Und somit das Spiel um Platz 3 in St. Petersburg. Gegen Kroatien, nee, Entschuldigung, gegen Belgien, was man dann auch verloren hat. Trotzdem, es war seit langem die beste Weltmeisterschaft, wieder nachdem man 2006, 2010 sowie 2014 keine gute Weltmeisterschaften gespielt hat. 2012 kann man im Viertelfinale schied man allerdings in Polen und Ukraine dann an Italien im Elfmeterschießen. Und jetzt kommt direkt wieder Marcus Rashford auf dem Weg in Richtung Dimitrovic. Und fast das 2:0 nach 20 Minuten hier. England ist hier richtig gut in der Partie. Gute Angriffe, gute Spielzüge über Kane, über Rashford und über die anderen Spieler. Keine Chance, die lassen den Serben überhaupt keine Luft. Hier allerdings Ballbesitzstatistik spricht für Serbien. Für den Balkanstaat, Spajic, Mladenovic, Mitrovic. Serbien ist hier eigenständig das erste Mal bei dem Turnier dabei, bei einer Europameisterschaft. Sonst war man immer als Teil der Jugoslawien
vertreten bei einer Europameisterschaft. Jetzt ist man als eigener Staat endlich mal qualifiziert und hat direkt das erste Gruppenspiel gegen Tschechien gewonnen. Jetzt liegt man allerdings hinten gegen England, aber man zeigt den Willen, hier was erreichen zu wollen. Man will hier weit kommen, aber England ist halt nun mal ein sehr starker Gegner. In der Vergangenheit nicht so. Klar, die WM, wie gesagt, war eine der besten in den letzten 10 Jahren. Und nun ist man hier allerdings hinten gegen die Engländer. Serbien 2018 natürlich auch bei der Weltmeisterschaft vertreten, in einer Gruppe mit Brasilien, Schweiz und Costa Rica. Man hat die Gruppenphase nicht überstanden, schied aus. Damals in Brasilien und die Schweiz weitergekommen, wenn ich mich nicht täusche. Hier jetzt ein guter Versuch. Oder schied Serbien erst im Achtelfinale aus? Ich guck mal schnell. Das kann man ja ganz leicht nachlesen. Hier kurz vor der Pause in London. Einen Moment. Jetzt ist erstmal Halbzeit hier bei diesem Turnier. Serbien ist ausgeschieden. Ja, 2018 ist Drittplatzierter, sind Brasilien und Schweiz weitergekommen. Und damit gehen wir rein in den zweiten Durchgang hier in London, hier im Wembley. Und es geht weiter. Anstoß jetzt für Serbien und die Wechsel mit Maximovic geht und Milinkovic-Savic neu in der Partie. Alexander Mitrovic verliert den Ball oder beziehungsweise Fehlpass. Adem Lajic, Nikolo Milinkovic, Spajic, Savic, wieder Spajic. Natürlich, die Serben möchten hier jetzt nicht das 2:0 kassieren. Deswegen sind sie so im Ballbesitzmodus. Ross Barkley jetzt am Ball. Kieran Trippier, der Mann von Atletico Madrid. Ben Chilwell von Leicester City. Jetzt Marcus Rashford. Raheem Sterling und gut geklärt hier. Aber nicht gut geklärt, Rashford. Rashford. Knapp scheitert er am 2:0. Gute Möglichkeit. Die erste richtig gute Aktion hier im zweiten Spielabschnitt. Übermorgen am Samstag dann wird die deutsche Mannschaft in ihr zweites Spiel gehen. In München werden sie spielen gegen Portugal, gegen den Europameister. Es war ein richtig schwere Los bei der, oder eine richtig schwierige Gruppe, was man bekommen hat mit Weltmeister Frankreich, mit Europameister Portugal und mit Überraschungsteam Island. Aber man hat trotzdem in München das erste Spiel gegen den Weltmeister gewonnen mit 2:0. Und das hat schon ein Aufrufezeichen gesetzt. Die deutschen Fans sind natürlich euphorisiert. Jetzt will man gegen den Europameister punkten, gegen Portugal in München. Dann allerdings erst am Samstag. Morgen dann die Spanier gegen Polen. Polen ist mit einem 6:0 in das Turnier gestartet gegen Ungarn. Klares Statement gesetzt nach dem ersten Spiel. Will natürlich gegen Spanien gewinnen. Das Selbstbewusstsein ist bei den Polen da, ohne Frage. Allerdings bei den Spaniern auch. Die haben 3:0 gegen Rumänien gewonnen und wollen in Bilbao dann das Achtelfinale buchen. Kieran Trippier. Harry Winks. Gleich ist das Spiel vorbei. 9 Minuten noch bis zum Abpfiff. Kieran Trippier. Ross Barkley. Für England geht es dann als letztes gegen Tschechien. Und da ist das 2:0 gefallen. Kurz vor Ende. Marcus Rashford. Es hat sich angedeutet. Dimitrovic ohne Chance. Es hat sich angedeutet, dieser Treffer. Wie gesagt, England dann zum Abschluss in London gegen Tschechien.
Und dann kommt es zum heißen Duell. Zum heißesten wohl bei diesem Turnier bis jetzt. Das Derby schlechthin. Die verstehen sich gar nicht gut. Diese beiden Nationen auch wegen dem Krieg. Kroatien trifft auf Serbien. Das verspricht Spannung und auf jeden Fall muss man einschalten bei diesem Spiel. Das verspricht auf jeden Fall Dramatik pur am letzten Spieltag in Baku in Aserbaidschan. Bitte einschalten. Das verspricht Spannung. Spajic, Milinkovic, Savic. Und natürlich geht es auch um den zweiten Platz. Natürlich, da Serbien das erste Spiel gegen Kroatien, nee, nicht gegen Kroatien, gegen Tschechien gewonnen hat. Kroatien gegen Tschechien unentschieden gespielt hat. Geht es hier jetzt um den zweiten Platz? Und genau, das verspricht auf jeden Fall Spannung. Kieran Trippier. Jetzt wieder Rashford, da fällt sogar noch das dritte. Man sieht hier bei dieser Europameisterschaft richtig schöne Spiele hier, schöne Flanke von Ross Barkley und dann ist natürlich Marcus Rashford. Da, den darf man nicht bei diesem Turnier alleine lassen. 3:0. Das Spiel ist entschieden. Denn jetzt in wenigen Sekunden wird der Schiedsrichter diese Partie abpfeifen. Und England ist eine Runde weiter, schon nach dem zweiten Spieltag. Schluss in London. England besiegt Serbien 3:0 und ist eine Runde weiter. Serbien freut sich auf das heißeste Duell bei diesem Turnier gegen Kroatien. England wird dann noch gegen Tschechien diese Gruppenphase abschließen. Und damit verabschiede ich mich hier aus London. Wünsche Ihnen eine gute Nacht und schalten Sie morgen wieder ein zu den Spielen der Polen gegen Spanien. Und dann wird Island gegen Portugal spielen, sowie Deutschland. Entschuldigung, Island gegen Frankreich und Deutschland gegen Portugal. Und damit bin ich raus. Macht es gut und bis morgen. Tschüss zu einem neuen Europameisterschaftstag.